So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir das Akala-Gebiet geöffnet, ein bisschen uns in Eldin umgeguckt, einige Schreine gemacht. Dies, das, Ananas. Und ja, jetzt erledigen wir erstmal den Kollegen hier. Das sollte recht fix gehen, wenn das nur Alpha ist. Ich denke, dass das ein Alpha ist. Ich weiß es nicht. Und dann würde ich gerne mit dem Gefährt, was hier drüben ist, hier hochfliegen und mich mal da umgucken. Weil das sieht auch alles sehr interessant aus. In der Hoffnung, dass wir noch einen Segen der Weisen finden, nämlich. Das fände ich ganz cool. Ganz cool. So, ich brauche die Fähigkeit. Hier sind richtig viele Ventilatoren. Was ist denn da los? So, was bist du? Beta. Okay, Beta hat man noch nicht. Ist auch in Ordnung. Das ist... Oh, ja, doch, genau. Foto. Gute Idee. Danke, Link. Gut, dass du versehentlich den Foto ausgewählt hast. Oh, das ist aber auch natürlich strong. Nice. Oh, da ist es gleich kaputt gegangen. Das ist jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja tolle andere Dinger hier. Jawohl. Na toll. Oh, was ist hier? Eine Truhe. Okay, ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, aber... Jo, der hat einfach eine Karte. Geilo. Okay, da unten. Nice. So, wo ist der Block, den ich brauche? Da. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich wieder verdrückt. Mann! Yo, der macht halt echt noch ordentlich Damage, ne? Okay, jetzt greift er ihn an. Auch nichts dagegen. So, was jetzt? Ah, die Variante. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier nicht meinen Trick anwenden kann. Also, wie genau funktioniert das jetzt wieder? Ich komme halt nicht an den ran, ne? Also da bin ich nach wie vor überfragt, wie das funktioniert. Scheiße. Ich wusste, dass es passieren wird. Ich hab's geahnt. Also ich muss mir wieder was überlegen für diese Variante. Ich kann diesmal keinen Pfeil hochschießen, weil der viel zu hoch ist. Also wie mache ich das denn jetzt am blödsten? Ah... Ich nehme an, ich muss die Karte nochmal holen. Oder hat er die Karte jetzt gespeichert? Ich weiß es nicht. Bruder! Jetzt hat er schon die Geschichte hier gestartet. Das ist nicht gut.
Aber wie soll ich, also wie soll man da normal hochkommen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich komme ja nicht ran. Ich kann ja auch nicht hier, also das bringt ja alles nichts. Soll man ein Wisch. Ich meine, das wäre halt möglich, ne? Ja, das würde schon funktionieren. Ich denke, dass das dann am Ende die Lösung ist. Tatsächlich. Ich denke, dass das wirklich die Lösung ist. Wann immer die Variante kommt. Ich will. Den da hier. Na, ich. So bringt es natürlich nichts. Warum macht die nächste Scheiße? Ich will doch immer ausweichen. Okay. Wir kriegen das noch hin. Hat gut funktioniert bisher. Mann, ich hab ihn doch. Wieso konnte ich ihn jetzt nicht. Oh. Wieso konnte ich ihn jetzt nicht auswählen? Er ist vor mir. Danke. Waffe passt. Los geht's. Okay, jetzt können wir das wieder testen, ob wir jetzt wieder dumm sind. Den hier, den hier. So. Jo, und jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, dazu weiterzumachen, oder was? Das ist ja überkrass. Ja, easy. Sehr, sehr schön. So. Gibt's was zum Fotografieren hier noch? Nee. Kanone hatten wir auch noch nicht bisher. So, und jetzt kann ich ja irgendeins von meinen Sonau-Dingern hernehmen. Wovon ich noch nichts versetzt habe. Hier ist so ein Großschwert, habe ich 2 Stück. Und kann das schön synthetisieren und habe wieder eine krasse Waffe. Wunderbar. So. Okay. Ja, ich denke, mehr gibt es hier drauf jetzt nicht zu holen. Das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Ich weiß nicht, warum hier 3 Millionen Ventilatoren sind, was man damit hätte machen können, aber hey. Dann fliegen wir jetzt mal mit dem Gitter hier hoch. In der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir werden es gleich wissen. Yes. Wir wollen darüber. Aber wir können erstmal hier anfangen. Bei dem Ding können wir erstmal anfangen. Oh, das frisst eine böse Batterie, aber wir schaffen es.
Das sind Feen. Nein, ich wollte nicht. Mann. Ist hier noch irgendwo eine? Ja, da ist noch eine. Nice. Noch irgendwo eine Fee oder habe ich alle verjagt jetzt? Oha. Ich glaube, ich habe die anderen verjagt. Naja, was soll's. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Okay, ist hier mit Wasser irgendwas Cooles drin? Außer Fischis. Also von, mit hier könnten wir auf jeden Fall darüber schweben. Ich werde raus. Wir werden in dem Part noch rausfinden, was diese Kugel hier ist. Das kriegen wir noch hin. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Aber auch das ist kein Problem. Wir haben ja jetzt ja wieder unsere Energie zurück. Das sollte also machbar sein, da oben hinzukommen. Okay, da ist gar nichts oben drauf. Außer dieses riesige Leuchtding. Aber das ist halt einfach da. Okay. Ist da wirklich nur das? Und sonst kann ich da nichts machen? Das glaube ich ja fast nicht. Das glaube ich ja fast nicht. Nee, das ist nichts, das Ding. Okay. Ja gut, ne? Dann ist das so. Dann ging es hier wahrscheinlich hauptsächlich um die Feenquelle, oder was? Weil jetzt habe ich hier... Nee, ist hier auch keine Truhe auf dem Ding? Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe. Da muss ich jetzt gut aufpassen. Da muss ich jetzt sehr gut aufpassen, ob hier irgendwo noch irgendwas ist. So eine kleine Höhle oder sowas. Ja, dass man hier noch unten irgendwo rein kann. Aber es sieht soweit. Oh. Nee. Es sieht soweit nicht danach aus bisher. Nee, hier passt auch alles. Nee, da ist auch keine Höhle. Ja, okay. Da sehe ich auch nichts Komisches an der Seite. Dann habe ich auf jeden Fall versucht zu beachten, ob da was ist. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Na gut. Dann wollen wir das mal vorsichtig glauben. Na? Ganz vorsichtig wollen wir das mal glauben. Mach nochmal kurz den hier, ob irgendwo noch was leuchtet. Ja, eine rote leuchtet hier noch. Nee. Nee. Okay. Ich meine, ich kann mal gucken, ob irgendwas passiert, wenn ich das anzünde. Das brennt nicht mal. Okay, ja dann. Ja dann. Oh, was liegt denn da jetzt am Boden? Nichts, was ich fotografieren könnte. Ach, Geflügel. Okay. Wo auch immer das jetzt wieder herkommt. Okay, gehen wir zur Kugel. Bin sehr neugierig, was diese Kugel kann.
Sieht schon sehr wild aus. Das ist wieder so ein Ding. Funkelfrucht. Okay. Ah, die Kugel ist bestimmt... Okay. Die Kugel hat bestimmt damit zu tun, dass ich hier wieder irgend so ein Kristall hinbringen muss. Okay, wohin soll ich... Wo ist der Kristall? Wo ist der Kristall? Ja, wo ist er denn? Ja, in der Kugel auf jeden Fall, habe ich mir gedacht. Okay, machen wir gleich. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme. Aber das werden wir sicherlich gleich rausfinden. Gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier den ein oder anderen Hinweis schon. Oder irgendwas anderes Hilfreiches. Wir dürfen auch nie aufhören, so Sachen wie Äpfel zu sammeln oder Pilze oder sonst wie, weil wir brauchen das ja immer für unser Essen. Ah, da oben ist der Eingang. Okay, alles klar. Das ist einfach der Todesstern. Also, sieht schon lustig aus. Das sieht schon echt lustig aus. Einfach der Todesstern. Oder eben Eurosat. Eurosat mag ich mehr als Variante. Das ist nicht so gut jetzt. Komme ich da seitlich hoch? Huh. Das war jetzt nicht so ganz der Plan, muss ich gestehen. Okay, wir sind wieder oben. Kurz Schreck bekommen. Aber hier ist auch einfach nur ein bisschen Weg, ne? Hier ist nichts. Keine versteckte Truhe oder so. Nein, okay. Einfach ein bisschen abgebrochene Himmelsinsel. Alles klar. So. Man scheint aber auf der Insel selber... nicht so wirklich was Nützliches zu sein. Nee, die Insel selber ist dann ziemlich... Sie ist halt da, ne? Sie ist halt da. Ich habe keinen Krog gesehen, ich habe kein gar nichts gesehen. Okay. Dann drehen wir jetzt den Kollegen mal in die richtige Richtung. Dann lösen wir erstmal kurz den Kollegen hier aus, bevor ich das nachher noch vergesse. Nein, ich... Dass der immer als erstes verwenden kommt, ist auch dumm. So, vielleicht haben wir Glück und haben gleich alle Varianten dabei. Konstruktkopf. Ah, das ist das, womit er vorhin gezielt hat. Okay. Automatiktransporter. Das hat man auch. Ah, okay, Pfosten hat man auch. Das waren die Dinger, die man so... Ja. Ah, damit könnte man klettern, ich verstehe. Okay, haben wir dann schon alles gefunden, was man hier braucht? Ja, perfekt. Dann ist er schon vollständig. Wunderbar. So. Dann geht's einmal hier ins Innere.
ist der Kristall. So, und der muss jetzt nach außen. Kann ich? Also muss ich wahrscheinlich dieses Ding irgendwie drehen können mit dem. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier gleich irgendwas drehen oder so. Oder auch nicht. Ah, okay, doch, das Ding kann ich nehmen. Und damit kann ich das ganze Teil drehen, oder was? Wo sitzt der Kristall hin? Ah, hier. Okay, also ich muss den Kristall auf jeden Fall schon mal hier hinlegen. So. Und jetzt muss ich dieses Ding drehen, oder was? Aber wie, also wie funktioniert dieses Teil? Komme ich da irgendwie runter? Woher weiß ich denn, wann es passt? Ah, der ist ja immer... Der zeigt ja in die Richtung, in die ich schießen muss, ne? Der zeigt dir die richtige Richtung. Moment, Moment, Moment. Aber nee, ich drehe ja die... Ich drehe ja dieses Ding. Jetzt eigentlich wieder raus. Darf ich so hier raus? Nee. Okay. Darf ich ein bisschen verwirrt sein? Ich sehe halt nicht. Dieses ganze Ding drehen wir, ne? Nein, mein, hör doch mal auf. Wir drehen dieses ganze Ding. Ja. Oh. Oh, lol. Ach so. I see. Was ich da sehe, ist sozusagen das... Okay. Ja, jetzt haben wir schon mehr verstanden. Dreht sich also doch nur das Ding außen, ne? Und wenn ich den jetzt schieße nämlich, dann muss doch jetzt alles passen. Da bin ich jetzt aber echt gespannt, ob der getroffen hat. Jetzt muss ich nur hinterherkommen. Muss hinterher kommen. Ach, komm schon. Spiel bitte. Mach jetzt nicht. Okay, warte, wir machen das anders. Sehr
Sehr schön. Yes! Das war ja super easy, nachdem ich kapiert habe, wie es funktioniert. Das war ja super easy. So, dann ist das hier eh nur ein Belohnungsschrein. Können wir also problemlos mitnehmen. Huh! Nice. Sehr nice. Oh, ich sehe was. Ich sehe was, Leute. Ich sehe was. Habt ihr es auch gesehen auf der Karte? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe was gesehen auf der Karte. Ist das über oder unter mir, ist jetzt nur die Frage. Sehr schön. Ich glaube, es ist unter mir. Ich glaube, es ist unter mir. Ich sehe es nicht. Ist es doch drüber? Oh, es ist über uns. Scheiße. Da ist nämlich garantiert wieder so ein Ding zum Lesen. Na, fuck. Wie soll ich denn bis da hinkommen? Oh, das ist zu hoch. Ach so, ja, Moment. Wie hoch hat mich denn der Turm geschossen? Wo ist denn der Turm eigentlich? Wo ist denn der Turm eigentlich? Da! Da ist der Turm. So, wie hoch pfeffert er mich in den Himmel? Wie hoch pfefferst du mich in den Himmel? Nicht mal ansatzweise hoch genug. Ah, das ist schlecht. Denn ich glaube auch nicht, dass das Gefährt da unten dann ausreicht, um bis da hochzukommen. Vielleicht mit 3 Millionen Batterien mehr, die man ransetzt. Okay, ich meine, hier sind ja 3 Millionen Batterien mehr. Ja, komm. Let's go. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier noch mehr Batterien sind. Das habe ich halt echt nicht gesehen, dass hier noch viel mehr Batterien sind. Witzig.
Das ist ja echt witzig. Ja, dann habe ich ja deutlich mehr Energie. Haben wir alle dran? Okay. Ja, gucken wir mal, wie hoch der jetzt geht. So, wo ist das Ding? Die erste Batterie hat sich verabschiedet. Zweite Batterie hat sich verabschiedet. Wir haben noch 4 Stück. Und dann haben wir noch unseren eigenen Kram. Dritte Batterie hat sich verabschiedet. Oh, das könnte trotzdem irgendwie knapp werden. Ich habe ein sehr ungünstiges Gefühl. Oh je. Oh je. Ah, wobei. Und jetzt haben wir noch unseren eigenen Kreis. Ja, wir schaffen es. Ja, nice. Okay, das heißt aber, diese Dinger findet man durch die Karte ja auch sehr gut. Sehr praktisch. Okay. Eine Tafel haben wir mal wieder fotografiert. Das sind immer diese diese Sternteile. So findet man die. Okay, gut. Dann ist es ja gar nicht so wild. So. Jetzt würde mich reizen. Also. Irgendwo hier war damals das Akla. Ja, genau. Hier ist das Akla-Institut. Das ist nach wie vor hier das Akla-Institut. Hier war mal eine Quelle. Die ist scheinbar immer noch da. Hier muss unser Dorf sein. Oh, man könnte so viel jetzt in Akala machen. Wir gehen das mal zum Institut, würde ich sagen, oder? Ich glaube, Institut wäre erstmal eine gute Idee. Da drüben war die Quelle. Hier war auch mal ein Stall. Da ist das Dorf, was ich gemeint habe. Da ist ein Schrein. Ist der Stall noch da? Der war da unten irgendwo. Jetzt lösen wir den Schrein hier aus. Der ist natürlich auch ganz gut. Und nützlich. Ich will doch nur öffnen, danke. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Kampftechniken Überfall, ja, okay. Ich sneak mich jetzt an den ran und überfall den, ja, okay. Kriegen wir hin. Ja, machen wir. Machen wir. Ja. Was gibt's hier für eine Waffe? Nee. Was nehmen wir gerade? Nehmen wir die Lanze.
Das war frech. Aufgrund deiner Unerfahrenheit. Ich gebe dir gleich Unerfahrenheit ins Gesicht. Ja, dann gehen wir halt ganz außen rum. Ja. Gehen wir halt ganz außen rum. Hä, oder geht Überfall nicht mit einer Lanze? Ich glaube, man muss dafür ein Schwert nutzen, kann es sein? Alter, dass der Text nicht... Ja! Okay, wir nehmen normales Schwert, ist ja gut. Habe ich überhaupt gerade ein normales Schwert? Warte. Warum nehme ich einfach das, was die mir geben? So. Es muss doch dann dieses Überfall-Dings angezeigt werden. Jetzt! Wieso ist das bei der Lanze nicht aufgetaucht? Super. Ich wollte nicht, ich wollte schlimm. Ich hab... Mann, warum war er denn nicht mehr geduckt? Warum war er denn nicht mehr geduckt, ey? Dass dieser Text nicht weggeht, macht mich so kirre. Bruder! Wenn dieser Text nicht ständig weg, also nicht ständig wäre. Jung! Alter. Ach komm, als ob der das bemerkt hätte.
Hä? Willst du mich verarschen? Wieso hat er denn das jetzt gecheckt? Was ein Fake. Scam wollte ich sagen, nicht Fake. Als ob. Ich brauch zu lange. Oh, Gott sei Dank. Oh, was ein Müll. Also, Real Talk, das war richtiger Müll. Holy shit. Ich will das Sonaliumschwert. So. Dann machen wir Synthese. Habe ich jetzt die Kuh? Ja, was soll's. Die Kugel wollte ich damit entweder knüpfen, aber ist egal. Ah, okay. So, das war ein ganz toller Schrein. Der hat richtig Spaß gemacht. Okay, ich würde es gerne noch zum Akala-Institut schaffen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt auch wieder ein Schwert. Ich habe das Schwert jetzt einfach kaputt gemacht. Nein, das kann ich jetzt wieder nicht als Schwert nutzen. Ach, was soll's? Was soll's? Also da drüben war auf jeden Fall... da wo das ist, war auf jeden Fall diese Quelle, glaube ich. Zumindest irgendwo in der Nähe davon. Das weiß ich noch. Und irgendwo hier auf dem Weg müsste eigentlich dieser Schrein gewesen... Schrein. Dieser Stall gewesen sein, aber ich glaube, der Stall ist nicht mehr da. Was auch okay ist, weil wer braucht denn den Stall da schon hier? So, und da oben ist das Akla, also da wo der Rauch ist, muss das Akla-Institut sein. Da müssten wir auf jeden Fall auf Robelo treffen. Und da wiederum im Wald waren Leune. Auch das weiß ich noch. Ja, hier war der Stall. Wait, hier ist ein Stall. Okay. Na gut, habe ich nichts dagegen. Ach, er ist natürlich auch wieder am Start. Ja.
Was hast du denn Hübsches für mich? Nee. Nein! Au. Hallo Kollege aus Nottingham, Vögelchen. Pferdegott in der Nähe geben. Ein höchstverdächtiges Institut. Okay. Okay, also hier ist nichts mit Zelda, umso besser. Umso besser. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Nee. Reise. Okay, funktioniert jetzt nicht so, wie ich das gedacht hatte. Wollt er jetzt einen Weg? Nein. Er rollt überhaupt nicht. Wo ist jetzt die Herausforderung, den da runter, also den da runter zu bringen? Jetzt geht's los. Aber wo ist jetzt die Herausforderung? Also, welchen Zweck verfolgt das jetzt? Was habe ich davon? Also, was ich davon habe, weiß ich, aber... Roll bitte nicht zu weit jetzt, Kollege. Wir sind unten. So, gib mir meine scheiß 2 Krocksamen. Gott. Was tut man nicht alles für diese Viecher? So, nein, ich habe kein Interesse an euch. Laufen auf dem schnellsten Wege wieder da hoch. Aber auf dem allerschnellsten Wege. So. Da sind wir ja auch schon wieder. Mit 2 Krocksamen mehr und viel Zeit weniger. So, ist hier drin irgend... Ja, okay, da ist irgendwas. Küste von Nordakla, Monster festgesetzt. Okay, ich muss Monster erledigen. Oh.
Ja. Okay, Piratenmeute, Nebenaufgaben. Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Was soll hier für ein Foto hin? Octoroksee. Bild vom Octoroksee in Octorok-Form, okay. Alles klar. Natürlich ist hier auch wieder ein Brunnen. Let's go. Okay. Was ist denn deine Mission hier? Ich bin ein Brunnen-Fan. Wow. 58 Brunnen. Zehn Rubine pro Ort. Ja, let's go. Ich war schon in einigen Brunnen. Acht weitere. Okay, er oder sie oder es geht zum Spähposten als nächstes. Muss ich, also ist diese Nebenaufgabe erst gelöst, wenn ich 58, also alle Brunnen sozusagen, gezeigt habe? Sehe ich das richtig? Okay, hier sind wieder Feen. Das ist sehr gut. Weil diesmal... Oh, und hier ist so eine Statue. Ja, let's go. Gehen wir auf Herz oder auf Ausdauer? Ich gehe erst nochmal auf Herzen. Ich gehe erst nochmal auf Herzen. Zack. Machen wir. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So. Aber dieser Brunnen hatte eine Leiter, das heißt, hier komme ich auch so zurück. Huch. Aber ich meine, schnell verdientes Geld, ne? So pro Brunnen 10 Rubine. Läuft. Hast du was? Ja, du hast auch was. Was hast du? Stärkste Waffe aller Zeiten. Leun. Es gibt hier Leunen. Ich habe noch keinen einzigen getroffen. Oh, nee. Okay, es gibt hier Leune. Ach nein. Okay, also er will ein Leunenhorn im Endeffekt. Die Quest ist, ihm ein Leunenhorn zu bringen. Aber es gibt Leune. Ach nö. Dann ist er vielleicht sogar an dem gleichen Ort, wie er das letzte Mal auch schon war. Interessant.
Na gut. So, mein Ziel ist immer noch Akala-Institut. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Bevor ich noch mehr schlechte Neuigkeiten bekomme. Es gibt einfach doch Leune. Was soll das denn? So, was ist hier los? Ich lebe alte Sachen, deshalb bin ich eine Reise aufgebrochen. Eigentlich bin ich ja beim Akala-Institut. Beim Akala-Institut sind merkwürdige Leute, okay. Alte Sachen. Alte Sachen, altertümliche Dinge. Fossilien, die. Okay, jetzt geht's um die Wahrheit. Oh. Ja, okay, also sind die an den gleichen Orten theoretisch? Kleinen Kolosswall in Eldin. Da war ich doch sogar. Oh. Nee, da war ich nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, die geht zu den Wahlen. Was soll sie machen? Ach so, jetzt sehe ich das erst. Das sind Jäger. Beim Akala-Institut sind Jäger. Das ist dann wohl doch etwas, was wir nicht sofort erledigen können, sondern im nächsten Part. Aber den Schrein machen wir noch. Aber beim Akala-Institut sind Jäger. Okay, 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 okay. I see. Zugzwang. Da oben ist schon mal die Truhe. Da, Heck. Soll ich hier Jenga spielen oder was? Ich soll hier Jenga spielen. Ah, der verschwindet wieder. Ja, das ist natürlich auch witzlos. Okay. Also muss ich das wirklich so rausziehen, dass es nichts passiert. Aber dann kann ich den doch jetzt trotzdem da oben benutzen, oder nicht? Moment, was? Ach so, und dann brauche ich noch so viel Felder, dass... Okay, ich verstehe schon. Okay, pass auf. Wir holen uns jetzt erstmal die Truhe. Weil die, an die ranzukommen, ist jetzt ja easy. So. An die ranzukommen ist jetzt ja easy. Dann haben wir erstmal das. Perfekt. So, gibt es noch mehr oder ist es die einzige? Es gibt noch mehr Truhen? Ernsthaft? Okay. Bruder, ich bin gerade super erschrocken. Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Holy shit, ich wollte mal außen rumlaufen. Okay, darf ich nicht. Jesus Maria im Himmel. Alter.
Darf ich das da wieder reinschieben oder eher nicht so? Ja, ich glaube, die gehen für eher nicht so. Okay, darf ich nicht. Na gut. Ja, aber den kann ich da reinschieben. Aber ich muss ja trotzdem, also... Oh, das funktioniert sogar. Oha. Ich kann das schon holen. Ich hatte es doch gerade. Ich hatte es doch gerade... Jetzt. Hängt nicht dran, ne? Hey, was ist denn jetzt? Warum ist denn das... Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Doch, die Kugel hängt da dran sogar. Nein, 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 nein! Jetzt kann ich es reinschieben, okay. So. Noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. So. Jetzt kann ich den wieder rausziehen. Wieso zieht er den... Hä? Alter. Der hat ihn gerade von selber so richtig krass rausgezogen. Ich check nicht ganz. Vorhin hat es doch auch funktioniert, als ich den da stabil reingesetzt hatte. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt hat es wieder funktioniert. Ei, 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 was eine Geburt. So. Jetzt will ich den da rausnehmen. Und da unten reinsetzen. So. Kann ich jetzt den da rausnehmen? Oder auch nicht? Warte mal.
Das wollte ich nicht. Ach, da ist die andere Truhe. Okay, da ist tatsächlich eine andere Truhe noch hier am Start. Ah, da oben drauf ist die, okay. Aber jetzt warte mal. Okay, das könnte funktionieren. Ja, da, okay. Warte, ich will was ausprobieren. Ich will was ausprobieren. Ich will was ausprobieren. Lol. Hallo Kugel. So, was passiert jetzt? Okay, das ist genauso. Das ist okay, das ist der gleiche Effekt. Schade. Ich will trotzdem wissen, ob das möglich ist. Es muss doch gehen. Muss doch gehen, die zu greifen. Mann! Ich hätte sie haben können jetzt, glaube ich, oder? Ja, doch, das müsste gehen. Pass auf. Ich hätte sie haben können. Warum hat es nicht funktioniert? Sie war sogar grün. Easy. Wo war jetzt das Problem? An die scheiß Truhe rankommen. Das war nicht, was ich wollte. Ja, aber jetzt ist ja... Hä? Okay, ist die Truhe so wichtig? Ich will eigentlich, ja, ich will schon, wenn ich ihn beschreiben will, dass ich auch die Truhen abhaken kann. Oh. Okay, warte, die Truhe ist da drauf, ne? Ja, okay, die Truhe ist genau auf dem Ding. Gut. Haben wir ja schon das Richtige. Nicht weiter rutschen. Sehr gut. Hahaha. Perfekt. Es kann manchmal so einfach sein.
Es kann manchmal so... so einfach sein. Du bist besser wichtig. Hopp, das nehmen wir mit. Okay, jetzt haben wir aber alle Truhen. Yes. So. Okay. 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 Gut. Dann können wir das nächste Mal uns um die Jäger da oben kümmern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.